Die Zentralbibliothek Düsseldorf feiert einjähriges Bestehen am Konrad-Adenauer-Platz 1. Im ersten Jahr kamen knapp 1 Million Besucherinnen und Besucher in die neue Bücherei. Wir haben vor fast genau einem Jahr die Zentralbibliothek hier im Kap 1 eröffnet, nach dem Umzug von Bertha-von-Suttner-Platz hier an den Konrad-Adenauer-Platz. Und das einjährige Jubiläum dieses wunderbaren Ortes wollten wir ein bisschen feiern oder zumindest es nicht vorbeigehen lassen, auch um Bilanz zu ziehen, und die Bilanz ist wirklich absolut positiv. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen hier den 1 Millionensten Besucher oder die 1 Millionenste Besucherin erwarten dürfen. Das heißt, dieser Ort wird wirklich angenommen von den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern. Sie entdecken ihn mit großer Neugier. Die Stammkunden aus dem Bertha-von-Suttner-Platz sind hier, aber eben auch ganz, ganz viele neue. 7000 Menschen haben sich neu angemeldet, um die Bibliothek zu nutzen. Ich glaube, das ist ein richtig tolles Ergebnis und das zeigt, dass wir richtig lagen, hier einen neuen Ort des Lernens, des Weiterbildens, des Sichbegegnens, der Kultur, auch der Integration zu schaffen. Und insofern können wir sehr zufrieden sein mit diesem ersten Geburtstag. Dr. Norbert Knapp, Direktor der Stadtbüchereien, zieht Bilanz zum ersten Jahr der Zentralbibliothek am Kap 1. Die Bibliothek wird hervorragend angenommen von unterschiedlichen Zielgruppen. Sonntags ist der Tag, wo in erster Linie Familien mit kleinen Kindern kommen. In der Woche sind insbesondere die 600 Arbeitsplätze von Lernenden, ob Schüler, Auszubildende oder Studierende, belagert. Wir hatten über 800 Veranstaltungen hier, was auch deutlich macht, dass das Konzept, ein öffentlicher Raum zu sein, in dem man auch geht, nicht um Bücher auszuleihen, sondern einfach was zu erleben, tatsächlich funktioniert hat. Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, 800 Veranstaltungen haben wir nicht selbst auf die Beine gekriegt, wenn man viele Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner hat, die daran interessiert sind, auch hier die Kulturspielstätte Bibliothek zu nutzen. Am Sonntag, den 6. November 2022, lädt die Zentralbibliothek mit einem bunten Jubiläumsprogramm zum ersten Geburtstag ein. Von 13 bis 18 Uhr gibt es an einem Tag der offenen Tür einiges zu entdecken.